down. Yeah. Scheiße. Er outspeedet uns. Wow. Wow. Wow! Zu confident rein. Ja. Ausfressbrett bekommen. Rip, 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 rip. 6 Pokémon down. Damit haben wir nur noch die Pokémon, die wir auf der Box haben. Danach ist vorbei. Ja, was machen wir jetzt halt, ne? Wir müssen halt jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt nur noch 4 Pokémon. Ne, 5 Pokémon haben wir. Und diese 5 glorreichen Helden müssen jetzt richten. Und müssen jetzt halt irgendwie hier das Team zusammenhalten. Ich hätte eine Idee. Können wir Kraftschub zur Not was machen? Zertrümmerer lernen lassen wäre wichtig. True. Kann ich verstehen. Ich habe es gerade gesehen. Wir haben Kraftschub und Zertrümmerer. Damit müssen wir spielen. Damit müssen wir irgendwie spielen. Aber Knospi, Alter, ey, wie wollen wir den denn irgendwie entwickeln, ey? Das dauert ja Jahre und der erlernt nichts bis dahin. Ich habe mich noch gefreut gerade, dass wir den haben. Aber, der ist ja gar nicht gut. Och, Freunde, das läuft gerade gar nicht gut. Was sollen wir machen? Okay, das heißt, wir holen erstmal eine Flinkklaue. Die gibt es in Jubelstadt, richtig? Hier ist ein Mülleimer. Mein erster durchwühlter Mülleimer im neuen Game. Nice. Über den Pokémarkt soll ich rein, okay. In das hier? Da war ich aber, glaube ich, schon. Ich glaube, ich habe mit denen allen schon geredet. Ah, doch, nee, mit der habe ich tatsächlich nicht geredet. Flinkklaue, danke. Sehr gutes Item. Damit können wir auf jeden Fall schon mal etwas machen. Was ist mit Petri passiert? Frag nicht nach, was mit Petri passiert ist. Wo wart ihr, als Petri gestorben ist? Wo wart ihr? Ihr wart weg. So, wir sind schneller. Jawoll, so will ich das haben. Liebe rasiert. Ich sag's euch, wenn wir jetzt noch Roselia bekommen sollten, big Pock. Okay, Level 14 ist jetzt Elvis. Elvis ist schon mal Level 14, das ist fein. Das heißt, wir haben einen schon mal Level 14. Der entwickelt sich! Kriegt er nicht Bedrohung? Das ist gut. Er lernt nichts, okay. Aber das ist schon mal sehr geil, dass unser Vogel sich entwickelt hat. Wir sind auch gerade, glaube ich, erstmal ganz gut dabei. Okay, Level 15, 14 und 13. Das sollte jetzt reichen, okay? Chat, hi, bin ich, Chat, let's go! Arena-Kampf Nummer 1 steht vor der Tür. Und wir stehen ebenfalls vor der Tür. Hier war was. Ja, hier war doch immer was. Säckchen Sternstaub. Nice. Okay, die Revenge. Wie starten wir rein? Wir überlegen das jetzt gut. Wir haben Absorber, Wachstum, Stachelspore und Sorgensamen. Mit dem könnten wir Steinpolitur, Walzer oder Zertrümmerer machen. Und mit dem Jungen könnten wir Kraftschub und damit Zertrümmerer oder Walzer durchballern. Das wären die Möglichkeiten, die wir gerade haben. Boah, ich bin gerade echt ein bisschen in Panik halt, ne? Weil ich nicht weiß, wie das jetzt hier enden wird. Ja, oder also gut oder schlecht enden wird, ey. Kleinstein ist ja um Welten besser als das Scheißteil. Okay, das heißt, wir gehen auf Kleinstein, Steinpolitur. Und dann sagt ihr Walzer oder eher Zertrümmerer. Was ist der Play? Fight, let's go. Kleinstein. Zwei Tränke haben wir, die wir einsetzen können. Ich wäre erstmal für eine Steinpolitur, um schneller zu sein. Sascha Huber! Let's go! Der macht auch Walzer und verfehlt! Aber Walzer macht halt auch nichts, ne? Ich glaube, ich werde tatsächlich für Zertrümmerer. Das macht gar nichts gegen den. Tarnsteine. Tarnsteine sind scheiße gegen uns. Aber noch haben wir keinen Schaden gefressen, das ist gut. Und eventuell können wir seinen Trank rausbaiten. Der Trank wird rausgebaitet, das ist gut. Trank müsste jetzt rausgebaitet werden. Und er sollte danach geone-shottet werden. Einigler kommt, das ist auch noch in Ordnung dafür, dass wir gerade ein... Das ist okay, das ist absolut fein. Da kommt der Trank. Wir kriegen jetzt einen Walzer, dann noch einen Walzer. Das ist der Kill. Weil wir kriegen jetzt doppelt Death Drop. Absolut fein bisher. Er hat zwei Tränke.
Das heißt, er müsste ihn ja jetzt einsetzen. Letzter nicht. Oder es war ihm nicht low genug. Okay. Onyx als nächstes. Wir bleiben drinne. Wir sind noch plus 2 in it. Wenn wir Kraftschub oder sowas hätten, wäre es natürlich geiler, aber haben wir halt leider nicht. Wir müssen jetzt hier bleiben auf Zertrümmerer. Death Drop. Warum kriegen wir keinen Death Drop? Ist der nicht immer da? Ist er nur ab und zu da? Crit? Bin ich fein mit. Macht immer noch keinen Schaden. Auch ein Crit, okay. Crit? Nee, das war Max Damage, oder? Noch, es war ein Crit! Den hätte ich aber gern jetzt auf dem Pokémon gleich gehabt. Okay, Backfisch ist Level 12, was uns gar nichts bringt. Und jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er wieder rein. Und jetzt müssen wir abliefern. Komm schon. Wir gehen auf Zertrümmerer. Wir brauchen den Death Drop. Wir sind schneller durch Steinpolitur. Das ist sehr guter Schaden. Wenn das uns nicht tötet, sollten wir das... Nee, wir haben keinen Death Drop bekommen. Und wir kriegen in den Drop. Aber wir sollten noch schneller sein. Wir sind plus 2. Wir sind plus 2. Wir sind plus 2. Wir sind... Ja, und speedet uns trotzdem. Ich hätte einmal mehr Speed aufbauen müssen. Da hätten wir mehr Schaden gedrückt. Okay, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die ich jetzt für richtig mehr oder weniger sehe, ist Elvis rein. Elvis rein, den Bedroher rausholen, der wichtig ist. Da sind wir uns einig. Elvis ist der richtige Play. Bedroher kommt. Er ist minus 1 Angriff. Wir greifen nicht an mit Elvis. Wir switchen raus auf Carpador. Carpador brauchen wir nicht. Carpador können wir immer wiederholen. Sorry to say, but yeah, it is so. Dann sind wir minus 1 schon mal. Danach können wir eventuell rausgehen auf Liebe und uns dann aufheilen. Das ist der Play. Das müsste der Play sein. Silberblick! Er hat uns geplayed! Scheiße, was machen wir jetzt? Ja, wow, das ist ein Free-Turn halt jetzt. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Meinen Trank will ich noch nicht verwenden, beziehungsweise brauche ich auch gerade nicht verwenden. Ja, wir müssen Plätscher machen. Ja, was soll ich tun? Dampfwalze kommt. Nicht switchen. Was bringt mir das denn? Das bringt mir gar nichts. Ich kann nichts tun. Ich habe keine X-Verteidigung oder sonst was halt. Ich habe nichts. Der trollt uns einfach. Wait a second. Wait a second. Bin ich gerade komplett brain AFK? Er setzt Kopfnuss ein, das sollten wir tanken, aber minus 2. Das tanken wir. Wir können einfach Heuler spammen. True. Wir können wirklich einfach Heuler spammen. Außer er kriegt halt einen Crit, ne? Solange er, wenn er einen Crit kriegt, ist halt scheiße. Einmal noch Heuler spam. Er darf jetzt alles außer ein Crit bekommen. Jetzt gehen wir raus auf Liebe. Tarnsteine. Kopfnuss kommt. Das macht gar nichts. Und wir klicken jetzt auf Absorber. Silberblick. Fein. Fein, fein, fein!
We did it. We did it! Holy moly, Alter, ey, das war ein sehr ekliger Kampf, aber unser B-Team hat ihn rasiert. Aber sowas von. Huh. GG, Alter, ey. Ein Opfer hat es gebracht am Ende, weil ich zu cocky beim ersten Match war. Bah, holy moly, Alter. Cool on von Fight, let's go, let's go. Und Tarnsteine ebenfalls müssen es sein. Auch wenn es Challenges, finde ich schade, dass du den Starter nicht mehr spielen kannst. Passiert, mein Gott. So ist es halt leider in einer Nuzlocke. Aber dafür lernen wir andere Pokémon zu schätzen. I mean, guckt euch jetzt einfach mal Knospi an. Knospi ist einfach der übelste Trash. Und Knospi ist jetzt gerade einfach der Retter der Herzen für uns. Also wirklich. Und damit das zweite Gleitstein down. Und ja, wir machen weiter mit unseren vier Pokémon, die wir jetzt haben. Elvis wird nächste Arena so sweepen. Definitiv, ja. Definitiv. Ist eine Pflanzenarena. Aber bis dahin können wir noch coole Sachen bekommen. Celebrations times, come on! Wird er gegen uns kämpfen? Nee, ne? Ich glaube nicht, dass er gegen uns kämpfen wird. Der sagt uns einfach, wo wir lang sollen. Das ist voll fein. Und wie Beyond auch schon reinschreibt, ne? Falls ihr den guten Merch gerne haben wollt mit der Sedo Army hier. Und mit dem wunderbaren! Seht ihr meinen Hintern? Seht ihr meinen Rücken? Ich glaube, ihr könnt beides so gerne erblicken. Mit dem coolen Dialga Palkia Design. Könnt ihr es gerne machen. Einfach im Merch-Shop auschecken. Und dann könnt ihr euch das gerne snacken. Snacks, Snacks. Easy Snacks. Haben wir hier eine neue Route? Nee, bleibt gleich. Aber vielleicht können wir was Cooles holen. Items oder sowas. Sagt ihr Items oder Items? Ich sag immer Items. Ich finde Items klingt doch so viel geiler als... Hast du ein Item für mich? Einfach durch. Gebongst. Blitz. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, aber ist nice. Oh, das Wasser hier sieht ja sehr cool aus. I like that. Item, Item, ja, okay. Da bin ich der Einzige, der das sagt. Das finde ich schon mal sehr gut. Warum habe ich Carpador gerade vorne? Lass mal mit was Besserem kämpfen. Lass mal mit dem Jungen hier kämpfen. Der ist gerade mehr oder weniger der Anführer in unserem Team. Ja, hier ist nichts mehr. Ich finde die Unschärfe tatsächlich manchmal ein bisschen unangenehm, ne, beim Spiel. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber manchmal stört die ziemlich. Heilig, auf einmal ist hier schon Sonnenuntergang. Das sieht sehr geil aus, oder? Das Abendambiente mag ich. Das finde ich sehr cool. Sieht toll aus. Oh, jetzt haben wir den Doppelkampf. Ich weiß nicht, ob ich den mag oder ob ich den nicht mag. Wir schauen mal. Hm. Gegen die Topfschnittrüpe von Team Galactic. Okay, die haben Konzentrator. Der Junge nicht. Guckt euch an, der Junge hat sogar noch ein Starter-Pokémon, ey. Wir nicht. Aber dafür rasieren wir mit Rasur. Barmelin wäre sehr geil, ey. Stimmt, den können wir auch noch bekommen. Würde ich fühlen. Warum ich finde es krass, dass Carpador überlebt hat, ne? Eigentlich war er ja in der Arena schon fast zum Wegwerfen da. Aber hat krass überzeugt, dass er Bock hat, weiterhin zu leben. Fand ich stark. Also da bin ich sehr begeistert von gewesen. Guck mal, wo wir noch hinkommen damit, ey. Mit den Jungen. Bin ich gespannt drauf, sage ich euch. Und Team Galactic zischt ab. Und das war heute ein sehr, sehr krasser Level, Grind und Arena-Leiter-Part. Holy shit, Alter, das war crazy.